بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد So werden wir bi'idhnillahi ta'ala mit diesem großartigen Buch weiterfahren. Yani Kashf al-Shubuhat von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, der dieses Buch aufgrund einigen Fragen von den Leuten von einigen Dörfern von Necht verfasste, jedoch diese Früchte von diesem Wissen, von diesem wissenden Mann ziehen die Muslime bis in unserer Zeit. Und dies zeigt auch der Segen von diesem Mann, dem Allah subhanahu wa ta'ala verliehen hat, dass er solche Werke verfasste, die sehr nützlich für die Muslime sind, in der Aufklärung ihrer authentischen Glaube, nach dem Verständnis der Sahaba ridwanullahi alayhim und jene, die ihnen auf beste Art und Weise gefolgt sind. Wie wir bereits letzte Woche, yani Sheikh al-Islam rahimahullah erwähnte, dass die waren die drei größten Scheinargumente, die die Leute der Gräber bzw. auch die Mushrikun sie gegen die Leute des Tawhid erbringen. Und diese drei Scheinargumente, wie Sheikh al-Islam rahimahullah sagte, wer sie richtig verstanden hat, sie richtig begriffen hat, was danach kommt, denn diese drei Scheinargumente wurden im Koran auf detaillierte Art und Weise widerlegt. So wer sie richtig verstanden hat, sie richtig begriffen hat, was danach kommen wird, ist einfacher und leichter zu verstehen. Und diese drei Argumente sind, dass die erste Scheinargument, beziehungsweise die sie sagen, der erste Scheinargument, sie sagen ja nicht, wir bezeugen La ilaha illallah Muhammad und Rasulullah. Und die Mushrikun damals, von den Quraysh, Abu Lahab, Abu Jahl und so weiter, sie haben es nicht bezeugt. Jedoch zum Gegensatz von uns, wir bezeugen es. La ilaha illallah, Muhammad und Rasulullah. Jedoch, da diese Menschen, sei es Propheten oder Salihin, sie haben eine privilegierte Position bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dafür oder deswegen, beziehungsweise deswegen, wir ersuchen die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala durch diese privilegierten Menschen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Erstens, das war ihre Shubha, nämlich die Shubha des Shafa'a und der Nähe. Und dies wurde im Koran ja nie widerlegt. Und wir werden jetzt weiterhin, auch in der kommenden Abschnitt, wird sich diese Sache ja nie noch ersichtlicher zeigen. Zweite Shubha, zweites Scheinargument, die sie bringen, sie sagen, dass diese Versen, in denen vor dem Schirk gewarnt wird, die sind herabgesandt worden für Leute, die Asnam, yani Götzen anbeten und nicht yani Salihin und Malaika und Anbiya und so weiter. Und das ist ihre Behauptung, denn was wir gelernt haben in Qawaid al-Arba'a und weiter und hier auch, dass die Anbetungen seit der Mushrikun in mekkanischer Zeit, es war nicht nur begrenzt in den Götzen, sie haben auch rechtschaffene Menschen angebetet, sie haben die Malaika angebetet, sie haben die Propheten angebetet und so weiter. Und sie haben Sterne angebetet und Mond und so weiter. Das heißt, es war nicht begrenzt auf eine Anbetung. Nein, es war vielfältig bei ihnen. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, wie wir lernten in Qawaid al-Arba, machte keinen Unterschied zwischen all diesen Anbetungen, sondern alle hatten derselbe Urteil, yani Mushrikun. Und er bekämpfte sie allesamt. Und dann die dritte Shubha, die sie erbringen, die sagen, dass dies, was sie tun, es ist gar keine Dua, das ist keine Bittgebet, sondern ist eine Ersuchung der Fürsprache. Yani Talib, Netlub, nicht Dua, Nedu, Netlub, yani. Wir yani bitten sie nicht an, sondern wir ersuchen das. Doch wenn man betrachtet genau hin, dann sieht man, das hat keinen Unterschied. Jedoch sie versuchen die Wörter zu ändern, jedoch die Tatsachen bleiben dieselben.
Über diese drei Scheinargumente sagte Sheikh al-Islam, rahimahullah, dass wer sie verstanden hat, was danach kommen wird, ist einfacher und einfacher. Dann, Sheikh al-Islam, und wenn ich sage Sheikh al-Islam, ist in diesem Zusammenhang gemeint, yani Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Er fährt jetzt weiter fort in seinen Dialog, in seine Gespräche, in seine Diskussion. Yani. Wenn er zu dir sagen, du sprichst jetzt, dies zeigt auch, wie Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah sagte, dass Sheikh al-Islam, rahimullah, er hatte Erfahrungen mit den Leuten des Schirk. Denn diese Sachen, diese Nataij, diese Ergebnisse, diese Erkenntnisse, die er sie gewonnen hat, sind aufgrund seiner Erfahrungen, die er über Jahrzehnte mit den Leuten des Schirk und mit den Leuten der Gräber durchgemacht hat. So kannte er ihre Schubuhat, er kannte ihre Herangehensweise. Und dafür, er bringt dir die Schubha, ihre Scheinargument, ihre Herangehensweise und gleichzeitig belehrt dich und uns, die richtigen Antworten darauf zu haben. فإن قال wenn er zu dir sagt أنا لا أعبد إلا الله ich bete zu niemandem außer zu Allah وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة und diese Zuwendung jetzt spricht dieser Mushrik oder dieser Sahib al-Qubur عباد القبور spricht jetzt nicht Sheikh Muhammad er zitiert seine Aussagen dass man nicht jetzt verwechselt und sagt schaut was Sheikh Muhammad rahimullah sagt nein أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة يعني diese Zuwendung von meiner Seite sagt dieser Gräberanbeter diese Zuwendung diese Schutzsuche zu bei den rechtschaffenen Menschen und دعاؤهم und sie anrufen in diese Sache dies ist nicht يعني عبادة ist keine عبادة Er sieht diese Sache nicht, dass er sich zuwendet bei den toten Menschen und dass er bei ihren Gräbern geht und sie Sachen ersucht. Er sieht das nicht als Ibadah. Wir werden kommen. Wieso sieht er sie nicht als Ibadah? Weil ich kann jetzt nicht aushalten, bis wir zurück wiederkommen. Weil in unseren Ländern ist genau diese Sache vorhanden, meine Lieben. Wenn du zu einem Muslim in unseren Ländern sagst, was ist Ibadah für dich? Er sagt, Ibadah ist für mich Gebet, Fasten, Hajj. Sie denken, das ist Ibadah. Das ist Gottesdienst. Damit erfüllen sie der Haq Allahs. Wenn du ihm sagst, Al-Khashya, Al-Khawf, Al-Inaba und so weiter, der hat vielleicht Isti'ana, Isti'atha, Isti'adha. Er hat diese Sache noch nie gehört in seinem Leben. Er kann es nicht damit anfangen. Und deswegen ist für ihn kein Problem, dass er diese Arten, die wir jetzt erwähnt haben, jemandem anderes widmet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er sieht nicht das als Ibadah. Und deswegen ist seine Behauptung, Ana la a'budu illa Allah, das ist sein Verständnis. Weil er versteht, Ibadah ist Salah, Zakah, Saum, Hajj. Jedoch anderen Sachen, dass man bei den Gräbern geht und sie Sachen erbietet und von ihnen Sachen ersucht, das ist gar keine Sache dabei. Ist nichts dagegen einzuwenden. So denken sie. Du musst dich versetzen in diese Situation, dass du es verstehst. Sonst, er kann dich einfach. Und Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah sagt, ganz wichtige Aussage, diese Aussage, Ana la a'budu illa Allah. Ich bete niemanden an außer Allah. Dies sagt jeder Person von dieser Umma. Sufi, Ashari, Mu'tazili, Khariji, Salafi, Sunni, Rafidi, Ahmadi, alle. Alle sagen, ich bete niemanden an außer Allah. Kein Rafidi kommt zu dir und sagt, ich bete Ali an. Oder Hussein oder Hassan. Kein Sufi kommt und sagt, ich bete Abdul Qadir an. Und weiter und weiter. Weil sie sehen diese Sachen, die sie ihnen widmen, nicht als Ibadah.
Somit, einige dieser Leute, die diese Aussage tätigen, sie kommen dieser Aussage ganz und voll nach. Und das sind die Salafiyun, Ahlus Sunna wal Jama'a. Und einige, sie sprechen diese Aussage aus nach ihrem Verständnis, ohne die Rechte von dieser Aussage zu erfüllen. Wieso? Aufgrund ihrer Unwissenheit. Und aus dem gewinnen wir, wie Sheikh Ibn Baz rahimullah sagt in der Erklärung, dass die Mushrikun ala Qismain, die Götzendiener, sind auf zwei Kategorien unterteilt. Erste Kategorie, und das sind die meisten von ihnen, Juhal, Unwissende. Und dann die zweite Kategorie ist diejenigen, die aus Inat, aus Kibber, die Botschaft der Gesandten verleugnen. Und sie sagen, ich will nicht ein Folger von diesem und jenem Mann sein. Denn er muss dann folgen, er muss dann gehorchen. Und er aus seiner Hochmut, aus seinem Stolz oder aufgrund seiner Wazifa, sagt Sheikh Ibn Baz rahimullah, eine Arbeit, eine Job, er will nicht der Wahrheit folgen. Oder aufgrund Aqaribuhu, seine Verwandten, seine Familie, die immer noch in der Schirk und Kufr sind. Wie der Fall bei Abu Talib war, dass er nicht die Religion seiner Väter verlassen wollte. Das heißt, unterteilen sich die Muslimen auch Unwissenden und auch diejenigen, die diese Botschaft verleugnen, außer Hochmut, Arroganz und Sturheit, erinnert Sturheit. Faqul lahu. Yani, wenn er dir sagt so, dann kommt jetzt Sheikh Muhammad Rahman mit seiner Antwort. Faqul lahu. Anta tuqirru anna Allah farada alayka ikhlas al-ibadata lillah wa huwa haqquhu alayk. Dann sag ihm, du bestätigst doch, dass Allah Ta'ala dir die Aufrichtigkeit in der Anbetung ihm gegenüber auferlegt hat. Und dies ist Allahs Recht, yani die Aufrichtigkeit in der Anbetung Allahs gegenüber, dies ist Allahs Recht dir gegenüber. فَإِذَا قَالَ نَعَمْ, wenn er sagt ja, hier kann nur eine Sorte von Menschen sagen nein. Und das sind diejenigen, die aus Inat und Kibber handeln. Er sagt, nein, das stimmt. Er lehnt das ab, sogar das. Jedoch, wenn er ein Unwissender ist, und der Sheikh Ibn Baz rahimullah sagt hier, du gehst einen Weg mit ihm der Weisheit, der Argumenten und der Sanftheit, und ihn zu belehren, und er sucht die Wahrheit, Allah wird ihn recht leiten. Allah wird ihm yani, das Herz für diese Wahrheit aufmachen. Und diejenigen, die yani, nicht nach der Wahrheit suchen, la hilata fihim. Yani, du hast nichts zu tun mit denen. Faqul lahu, dann sage ihm, bayyin li hadha alladhi farada alayk. Dann sage ihm, mach es mir klar, was ist denn das, was dir auferlegt wurde? Und die meisten von ihnen wissen es nicht. Die meisten von ihnen wissen es nicht, was ihnen auferlegt wurde von ihrem Schöpfer. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahda. Wa huwa haqquhu alayk. Yani, mach es mir auch klar, was bedeutet Ikhlas? Was bedeutet Ibadah? Erkläre es mir. Belehre es mich. Und dies ist, wie Sheikh Salih al-Sheikh sagte, eine ganz intelligente Weg von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimullah. Ein ganz intelligenter Weg, der hier einschlägt. Hier zeigt sich yani, sein Verstand, sein Verständnis, sein Vernunft. Er setzt derjenige, der von ihm ist, beziehungsweise vor dir,
der Stufe eines Jahil, der Sucht. Und du tust ihn nicht setzen in der Stufe des Munawir. Yani nicht jemand, der yani deine Widersacher ist, der Mitstreiter mit dir ist. Du tust ihn herunterstufen. Und dies hat seine gewaltigen Vorteile. Und schau, diese Sachen, man kann es lesen und denken, ja, wieso jetzt macht er so, macht sich keine Gedanken. Jedoch, Sheikh Saleh al-Sheikh, der von den Enkelkindern von diesem Imam ist, sie verstehen diese Sachen. Erstens, wenn jemand in dieser Stufe yani, gesetzt wird, ist erstens von der Seite der Argumenten, denn du machst ihm klar durch diese Herangehensweise, er ist jemand, der noch Wissen benötigt. Er ist noch nicht in der Stufe, mit dir zu debattieren. Du bist Jahil. Du kennst nicht die Grundlage, du kennst nicht Ikhlas, du kennst nicht Ibadah. Was soll ich mit dir jetzt diskutieren? Wenn du ihm dies klar gemacht hast, der zweite Vorteil von dieser Herangehensweise, wenn er sieht, dein Wissen, deine Überlegenheit ihm gegenüber, er ist dann noch mehr bereiter, von dir anzunehmen. Als wenn du ihn setzt auf derselben Stufe, als würde er deine Widersacher sein. Dann wird er ganz sein mit dir streiten. Und er sieht sich in derselben Augenhöhe mit dich auch. Nein, du tust ihn herabstufen, sofort. Du gehst gar nicht in diese Sache rein. Sagst du ihm, erzähl mir, sag mir, was ist Ikhlas? Wird er nicht wissen. Was ist Ibadah? Wird er nicht wissen. Dann wird er sehen, yani, dass er von dir dann Wissen benötigt. Wenn er aufrichtig ist, wird sein Herz aufmachen und dich zuhören. Und dann wird er dich mit der Auge anschauen, des Bewunderung, mit der Auge, dass er von dich profitieren will. Wodurch am Anfang, er wollte eigentlich mit dir streiten und debattieren. Das ist eine ganz wichtige Sache, diese Perle von Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. فَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ الْعِبَادَةِ Und wenn er nicht die Ibadah kennt, und das sind die meisten von ihnen so, Juhal, وَلَا أَنْوَاءَهَا Und er kennt nicht die Arten des Ibadah, Isti'ana, Istighatha und so weiter, Al-Dhabhu, Al-Nadhr und so weiter. Wenn er sie nicht kennt, und Tauba, Al-Tawakkul und so weiter, er kennt sie nicht. فَبَيِّنْهَا لَهُ بِقَوْلِكَ So mach es ihm klar. Denn jetzt, nachdem Sheikhul Islam, rahimullah, hier ihm klar macht, dass er unwissend ist über diese Sachen und Ibadah ist, was wir schon zu Anfang sagten in dieser Erklärung, und das war die zweite Definition von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ma tuliba fi shar wa uqiba bi thawabihi. Ibadah, wann wird etwas als Ibadah bezeichnet? Ibadah ist, was in der Religion verlangt wird und dann dementsprechend in jeder Rattab. Es folgen Belohnungen. Es folgt eine Belohnung dafür. Was in der Schar, in der Religion von dir verlangt wird und dementsprechend als Folge von dieses Verlangens ist Belohnung dann. Ist Belohnung für diejenigen, die diese Sachen ausführen. Und wie Sheikh Saleh al-Sheikh Hafizahullah sagte, woher erfährt man, dass eine Sache Ibadah ist? Aus dem Koran und Sunnah. Man schaut im Koran und in der Sunna, was hat uns Allah Ta'ala befohlen? Denn diese Sachen, die Allah Ta'ala uns befohlen hat, uns auferlegt hat, sie sind nicht einfach sinnlos, grundlos einfach so uns auferlegt. Nein, damit wir Allah Ta'ala damit anbeten. Und Allah Ta'ala legte uns auf, yani, der befahl uns der Isti'ana und Khauf und Khashya und Gebet und Zakah und Tawakkul und Inaba und so weiter. All diese Sachen
erkennen wir, indem wir in den Nusus, in den Argumenten des Koran und Sunna yani schauen. Und dann sehen wir, aha, dies ist eine Ibadah, die nur Allah Ta'ala einzig und alleine gewidmet wird. Das ist ganz wichtig, yani, dass man diese, und auch Ikhlas, wie Sheikh Salih al-Fawzan Hafidahullah sagt, yani, Al-Ikhlas, Tarku Shirk, wa Ifradullahi bil-Ibadah. Yani, der Ikhlas bedeutet, das Unterlassen des Schirk und einzig und allein Allah Ta'ala in der Anbetung zu machen. Yani in alle Arten des Anbetung, in jeder Art, wo sich bestätigt, dass diese Sache ist Ibadah, wir machen Allah Ta'ala in dieser Sache einzig und allein in der Anbetung. Niemanden sonst widmen wir diese Anbetung. Niemanden. Und sonst hat man der Ikhlas nicht verwirklicht. Sonst hat man nicht der Ikhlas, yani, verwirklicht. Und Allah Ta'ala sagt, und jetzt macht Sheikhul Islam Rahimullah hier ein Beispiel. Yani er macht zwei bei eins nach dem anderen, zwei Beispiele, eine mit dem yani Dua und eine mit Zabh. Und dieser Mensch, yani dieser Jahil, der die Gräber anbetet und solchen Scheinargumente bringt, um ihn zu belehren und ihm die Wahrheit zu zeigen. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Allah Ta'ala sagt, ruft euren Herrn in Demut und im Verborgenen an. Dies yani zeigt, dass die Dua, udu'u rabbakum, yani, ruft euren Herrn. Dies zeigt, dass die Anrufung, die Dua, das Bittgebet, ist, yani, weil dies hat Allah Ta'ala uns befohlen. Und was sagten wir über die Ibadah? Das, was Allah Ta'ala uns auferlegt, befohlen hat. Damit wir ihn, diese Befehlung war nicht einfach umsonst. Nein, damit wir Allah Ta'ala, yani, damit wir Allah Ta'ala damit anbeten. Udu'u. Fa'idha a'lamtahu bihada, wenn du ihm diese Sache beigebracht hast, fa'qul lahu, hal alimta hadha ibadatan lillah? Weißt du jetzt, dass diese Sache, yani, diese Dua, das Bittgebet, ist eine Anbetung, die für Allah yani, verrichtet wird? Fala budda an yaqul, so muss er sagen, na'am, yani, ja. Das ist so, dass diese yani, Bittgebet, Dua ist Ibadah. Und wenn es Ibadah ist, sie darf zu niemandem gewidmet werden, außer einzig und alleine zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt yani, aus diesem, seine Reaktion dann auch, وَالدُعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. Und yani, die Dua ist Kern des Ibadah. Ist Kern des Ibadah. فَقُلْ لَهُ. Dann sag ihm weiter, فَإِذَا أَقْرَرْتَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ وَدَعَوْتَ اللَّهَ لَيْلًا وَالنَّهَارًا خَوْفًا وَطَمَعًا ثُمَّ دَعَوْتَ فِي تِلْكَ الْحَاجَةٍ نَبِيًّا أَوْ غَيْرَهُ هَلْ أَشْرَكْتَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ نَعَمْ. Somit, wenn du jetzt bestätigt hast, dass die Dua Ibadah ist und du tust Allah Tag und Nacht anbeten mit Furcht und trachten nach der Belohnung Allahs. Tama'an ja nicht, du trachtest nach der Belohnung Allah. Thumma da'aute. Und dann, nachdem du Allah tagelang, Nacht und Tag, Monate, Jahre angebetet hast, und dann kommt eine einzige Angelegenheit, ein einziges Bedürfnis, und du rufst für dieses Bedürfnis einen Propheten an. Oder jemand anderen. Ein Salih. Somit ist die Frage, هل أشركت في عبادة الله غيره? Hast du jetzt yani Schirk damit begangen? Weil wenn dir klar wurde, dass die Ibada ist, yani die Dua ist Ibada, und wenn es Ibada ist, sie darf niemandem gewidmet werden außer Allah Ta'ala, und du tust sie ausüben für Allah, Tag und Nacht, und dann irgendwann mal für eine bestimmte Bedürfnis tust du einen Propheten anrufen oder einen Salih, hast du jetzt damit Schirk? Hast du die Ibadah jemandem anderen gewidmet außer Allah? فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولْ نَعَمْ. So muss er hat keine anderen Wahl, außer zu sagen, ja. Ja, habe ich damit einen Schirk begangen. فَقُلْ لَهُ. So sag ihm weiter. فَإِذَا عَلِمْتَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Jetzt macht der Sheikh al-Islam hier der zweite Beispiel. Wenn du weißt, wenn du entnimmst aus der Aussage Allahs,
فصلي لربك وانحر, so bete zu deinem Herr, zu deinem Herrn und opfere, وأطعت الله ونحرت له, هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. So فصلي لربك وانحر, so bete zu deinem Herrn und opfere, und du tust Allah diesen Befehl yani ausführen, Allah gehorchen, indem du für Allah opferst, ein Tier, ein Schaf und so weiter. Ist dies dann eine Anbetung zu Allah? Und tust du damit Allah anbeten? Er wird ja nie ohne Zweifel sagen, ja. Dann, فَقُلْ لَهُ. Siehst du, du nimmst ihn yani, im Gespräch mit, du führst das Gespräch, nicht er. Du führst das Gespräch, aber das, erst dann führst du ihn, dieses Gespräch, wenn du Beweise hast. Wenn du keine Beweise hast, dann wird er dich beeinflussen. فَقُلْ لَهُ إِذَا نَحَرْتَ لِمَخْلُوقٍ نَبِيًّا أَوْ جِنِّيًّا أَوْ غَيْرِهِمَا هَلْ أَشْرَكْتَ فِي هَذِهِ الْعِبَادَ غَيْرَ اللَّهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُقِرْ وَيَقُلْ نَعَمْ. Somit, wenn du jetzt kommst und du tust Opfern für eine Geschöpfe, sei es diese Geschöpfe ein Propheten oder ein Djinn oder jemand anderes, hast du jetzt damit durch deine Opferung, der du für diese, yani, für diese Mensch getan hast, hast du damit Schirk begangen in dieser Ibadah? Hast du neben Allah jemanden anderes angebetet? So wird er bestätigen und zugeben und sagen, ja. Weil, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, daraus entnehmen wir, dass ein Nahar, ein Dhabh, yani Ibadah ist. Und wenn jemand im Namen einer anderen tut, dass er in dieser Sache, yani, Schirk macht. Und Sheikh Ahmed al-Najmi rahimullah sagt in der Erklärung, wenn jemand auch kommt und sagt, هَذَا لِلَّهِ ثُمَّ لِعَبْدِ الْقَادِرَ الْجَيْلَانِ, yani er schlachtet, er opfert ein Tier und sagt, dieses Tier ist für Allah und für Abdul Qadir al-Jailani oder für Hassan oder für Hussein oder für Mohammed oder für Ali oder für Abu Bakr oder für meinen Vater oder für meine Mutter oder für meine Tante. Somit فَهُوَ لِعَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلَانِ وَلَيْسَ لِلَّهِ. Diese Sache ist für diese Geschöpfe, yani in diesem Fall Abdul Qadir al-Jailani, und nicht für Allah. Denn Allah Ta'ala sagt in einem Hadith Qudsi, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Ich bin am unbedürftigsten, um eine Partner, um eine Teilhaber, Partner zu haben. فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Wer eine Handlung tut, indem er mir yani beigesellt, so habe ich, indem er mir meine beigesellt mit jemand anderen, so habe ich ihn gelassen und das, was, womit er mir die, yani der Schirke yani tut. Das heißt, Allah Ta'ala ist unbedürftig, dass ihm yani ein Teilhaber zugeschrieben wird. Dann sagst du ihm, وَقُلْ لَهُ أَيْضًا الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمَ الْقُرْآنِ, die Mushrikun, die zu denen der Koran offenbart wurde, هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. Die Mushrikun, die zu ihnen der Koran yani offenbart wurde, haben sie etwa die Melaik angebetet, die Rechtschaffenen und den Lat und weiteren? So muss er sagen, was wir am Anfang in der Muqaddimat lernten, so muss er zugeben, ja. Sie haben nicht nur die Asnam, die Götzen angebetet, nein, sie haben auch die Engel und die Rechtschaffenen und weiteren angebetet. فَقُلْ لَهُمْ وَهَلْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ إِلَّا فِي الدُّعَاءِ وَالذَّبْحِ وَالْإِلْتِجَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكِ. So sag ihm, eigentlich ihre Anbetungen zu denen, die sie angebetet haben, sie waren in nichts anderes außer in Dua, in yani Bittgebete, ذَبْح, in Opfern, und Iltija, Zuwendung zu ihnen und Ähnliches. وَإِلَّا فَهُمْ مُقِرُّونَ, und sonst sie bestätigen,
أنهم عبيده وتحت قهره. Dass sie Diener Allahs sind und diesen unter Allahs Macht. Und die Mushrikun. Wir sagen doch, es gab Hajj auch vor der Offenbarung. Die Mushrikun haben Hajj yani ausgeführt. Sheikh Salih al-Sheikh Hafizahullah sagt, die Mushrikun haben der Hajj für Allah ausgeführt. Nicht für ihre Götzen. Nein. Nach ihrer Art und Weise, die sie kannten, aber sie taten es für Allah. Nicht für ihre Götzen. Sie haben für ihre Götzen ja Dua gemacht. Dhabh, Iltija, die haben dies getan. Aber sie haben auch Anbetungen, wie der Hajj zum Beispiel. Oder sie hatten diese Ghusl, diese Reinigung von Janaba. Auch sie taten dies für Allah. Das heißt, sie hatten einige Arten, die sie für Allah Ta'ala ausführten. Jedoch speziell in diesen Sachen, in Dua, Dhabh, Iltija, fielen sie in Schirk. Und damit wurden sie zu Mushrikun. Denn sonst sie bestätigen, dass sie Diener Allahs sind und unter Allahs Macht sind. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الْأَمَرُ. Und Allah ist derjenige, der die Angelegenheit verwaltet. وَلَكِنْ دَعَوْهُمْ وَالْتَجَوْا إِلَيْهِمْ لِلْجَاهِ وَالشَّفَعَ. Jedoch sie haben diese sei es Engel, Propheten, rechtschaffenen Götzen, Lat, Uzza und so weiter. Sie haben all die angebetet, wegen eine privilegierte Position bei Allah. وَالشَّفَعَ وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدَّا. Und das ist ja nicht offensichtlich, klar, deutlich, sagt Sheikh al-Islam, rahimahullah. Das ist klar, dass die Taten dies aus dem Grund des yani privilegierte Position bei Allah und für die Fürsprache. Jetzt wieder zur Anfang. Sheikh Salih al-Sheikh Hafizahullah sagte, dass hier der Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah erfährt weiter mit der Aufdeckung der Scheinargumente der Mushrikun und der Gräberanbeter. Und hier in dieser Abschnitt handelt es sich um zwei Sorten von Menschen. Eine Sorte von Menschen, die unwissend sind, die Juhal sind, und weitere Sorte von Menschen, die hochmütig sind. Die Unwissenden, sie geben es zu, wie in diesem Fall jetzt ist. Und es gibt Leute der Hochmut und der Sturheit. Du sagst ihm und er wird nie sagen Na'am oder Yuqir. Er bestätigt es. Er wird es ablehnen, verleugnen. Obwohl sie wissen es, dass die Wahrheit mit den Gesandten und Propheten ist. Jedoch, weil sie wollen nicht Folger sein, sie wollen gefolgt zu sein, dass sie gefolgt werden, dass ihre Wörter gehört werden. Und so weiter. Und deswegen, sie akzeptieren nicht die Wahrheit, womit die Gesandten kamen. Deswegen, sie fielen in diesen Sachen rein, aufgrund ihrer Unwissenheit, die eine Sorte und die andere Sorte aus Hochmut. Wenn er sagt, Ana la a'budu illa Allah, du sprichst mit ihm und er sagt zu dir, ich bete zu niemanden außer zu Allah. Wie Sheikh Salih al-Sheikh Hafizahullah sagte, so denkt die ganze Umma. Alle denken so. Keiner sagt, ich mache Schirk und nenne sich Muslim. Alle sagen, er bete niemanden außer Allah. Mag sein, dass jemand dieser Satz verwirklicht hat, wie die Ahl Sunnah wal Jama'ah, und anderen, sie sprechen, yani aufbauend auf ihren Verständnis. Weil nach ihrem Verständnis sind yani Iltija, wa Dua, wa Dhabh und so weiter gar keine Anbetung, keine Ibadah. Und wenn du ihm sagst, Ibadah, er in seinem Kopf hat das Gebet, das Fasten, Hajj, das ist Ibadah schon und das hört auf. Und somit, es ist für ihn gar keine Sache, dass er zum Toten geht und von ihm Sachen verlangt. Vor allem, wenn er denkt, dass dieser Tod ein Salih gewesen ist. Er sieht das nicht als Schirk. Deswegen sagt er, gesehen aus seinem Blickwinkel, aus seinem eigenen Verständnis, Ana la a'budu illallah. Ich bete niemanden außer zu Allah. Einzig
einzig und alleine. Jedoch, das ist seine Behauptung, ohne Beweise und ohne Argumente. Dieses Scheinargument, ist auf zwei Ebenen. Und wir werden in diesem Test viele Details ansprechen. Und ich hoffe von jedem von uns, dass er diesen Sachen nicht zweimal zu Hause wiederholt. Und nicht dreimal. Mehrere Male, meine Lieben. Und richtig nachdenken, mit klarem Kopf, sich in Ruhe zurückziehen, in Ruhe sich beruhigen, herunterfahren und dann überlegen. Denn diese Sachen sind enorm wichtig. Weil deswegen, wir verstehen dann die Sachen nicht, wenn zu uns morgen irgendwelchen Situationen zustößen, obwohl wir haben sie gelernt und alles Mögliches, jedoch, wir können dann nichts anfangen. Wieso? Weil wir haben vom Grund auf nicht die Sachen verstanden. Und deswegen, ich erwarte von jedem mehrmals diese Sache zu hören und in Kategorien aufzuteilen und zu schreiben und Bemerkungen zu machen. Und dann hoffentlich kommen auch Fragen, richtige Fragen, Mutalliqa, die mit dem Ders verbunden sind, dass man auf richtiges Verständnis ist. Dieses Scheinargument, wenn er sagt, Ana la a'budu illallah wa hada iltijau ila salihin wa du'ahum leise bi'ibada, Sheikh Salih al-Sheikh sagt, das sind auf zwei Ebenen. Erste Ebene ist, er behauptet, dass er niemanden anbetet außer Allah. Das ist mal seine erste Behauptung, die er tätigt. Zweite Behauptung ist, er sagt, diese Zuwendung und das Anrufen der Salihin ist gar keine Ibadah. Ist gar keine Ibadah. Er fragt die Salihin um Heilung oder Hilferuf oder sucht Zuflucht bei ihnen. All dies ist keine Ibadah in seinen Augen. Er sagt, Ana la a'budu illallah, ich bete niemanden außer Allah. Er sagt dies aufbauend, basierend auf seines Verständnis in der zweiten Ebene. Die zweite Ebene war, alayhi salam wa rahmatullah, diese Menschen, sie haben, wenn sie sagen, wa hada iltija ila salihin, ila bis zum Ende, sie haben in dieser Hinsicht hier, in dieser zweiten Ebene, diese zweite Stufe, sie haben keine Klarheit. Sie haben kein Verständnis. Und deswegen sagt er, weil er keine Klarheit hat, weil er denkt, diese Iltija und diese Dua und so weiter keine Anbetung ist, weil er schon hier kein Verständnis hat und keine Klarheit hat und keine Gewissheit hat, deswegen sagt er so einfach und leicht, ich bete zu niemandem außer zu Allah. Weil es fängt schon in der zweiten, in der Missverständnis, bei der zweiten Ebene. Und deswegen Sheikh Muhammad Rahimahullah, er fing an, فَقُلْ لَهُ أَنْتَ تُقِرْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكَ إِخْلَاسَ الْعِبَادَةِ und so weiter. Er fing an, mit der Ibadah ihn aufzuklären, weil Iltija und so weiter, diese Sachen gehören zur Ibadah. Und Sheikh Mohammed fängt an mit der Ibadah hier, geht ein, nicht in dem Satz, in dem er sagt, Ana la a'budu illallah, weil damit er dies versteht und dass er weiß, dass er nicht stimmt, was er sagt, musst du ihn der nächste Satz aufklären, damit ihm klar dann wird der Anfang seines Satz, Ana la a'budu illallah. Das ist ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig, meine Lieben. Und hoffe ich, ihr hört diese Ders ein paar Mal. Und sonst hören wir auf mit Durus. Weil wir machen nicht diese Durus, Bruder, aus Spaß. Das muss man ja nicht ehrlich sagen. Barakallahu fikum. Denn, in ihren Augen, Ana la a'budu illallah. In ihren Augen, wie wir schon sagten jetzt, er sieht Ibadah und die Verwirklichung der Ikhlas
er sieht es begrenzt im Gebet, im Fasten, in Zakat und Saum und Hajj. Er sieht, dass er der Ikhlas, die Aufrichtigkeit in der Anbetung schon implementiert hat, schon verwirklicht hat, nur in diesen einigen Arten des Ibadah. Und wenn er jetzt eine weitere Ibadat Dings macht, Schirk, er sieht kein Problem. Weil er denkt schon, in diesen Arten hat er schon bereits den Tawhid und der Ikhlas in der Ibadah verwirklicht. Und du musst ihm jetzt klar machen, dass die Ibadah ist nicht nur begrenzt in diesen Arten des Gottesdienstes, sondern auch weitere Arten. Und wie erfährt man? Indem man im Koran schaut und in der Sunna. Schaut, ist etwas, wie wir sagten, ma tuliba fi shar wa ukiba bi thawabi. Ist eine Sache, was in der Schar verlangt wurde von dir, dass man dies als Ibadah bezeichnen kann und dann dementsprechend folgt Belohnung dafür. Wenn es so ist, dann darfst du diese Sache für niemanden ausführen, außer einzig und alleine, denn dies ist das Recht Allahs, für Allah subhanahu wa ta'ala. Und sonst für niemanden. Und sonst für niemanden. Wenn er keine Wissen hat, kein Wissen, wenn du ihn jetzt fragst, nachdem du ihn ja aufgeklärt hast über seine erste Shubha, und du fragst ihn nach der Ikhlas, was Allah ihm auferlegt hat, und die Ibadah, dann lieferst du ihm schon Argumente dafür. Und so ist der Muwahhid, und so ist der Sunni und Salafi. Er hat Beweise. Denn du machst ihm ein Beispiel, mit dem Sheikhul Islam Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufya. Ruft euren Herrn in Demut und im Verborgenen an. Immer diese Sache sollst du dir bewusst sein. Immer wenn du argumentierst mit jemandem, bringe ihm Argumente aus dem Koran und Sunna. Nicht Argumente von deinem Aql, von deinem Verstand, von deinem Logik. Weil wenn du mit Logik kommst, mag sein, dass du dieses Mal gewinnst. Jedoch eine weitere Mal kommt jemand, der noch schlauer als du ist und noch mehr Logik anwenden kann als du und noch mehr in diese Sache eingeübt ist als du. Und er wird dich dann überwältigen. Und dafür schadest du der Wahrheit. Aufgrund deiner Schwäche und aufgrund, dass du einen Weg eingeschlagen hast, der von dir überhaupt nicht verlangt wurde. Und ihr versteht, das sind wichtige Sachen. Wichtig, Bruder, nicht mit Verstand zu versuchen, mit Logik. Weil heute mag sein, du überwältigst ihn. Doch morgen, übermorgen kommen andere Leute der Philosophie, der Aql und so weiter. Und sie sind trainierter. Und sie haben Übungen in diese Sachen. Und langjährige Debatten geführt. Und du stehst da und er ist dir gegenüber überlegen. Deswegen, du gehst gar nicht in diese Sache ein. Sheikhul Islam Rahmat deswegen sagt, du machst ihm gleich ein Beispiel bezüglich der Ibadah, gleich aus dem Koran. Du gehst gar nicht raus aus diesen Normen des Islam, aus den Grundlagen des Islam. Du bleibst da fest, du tust dich festhalten. Weil sonst mit dem Verstand, Akliyat, Sheikh Salih sagt, Hafidahullah, kommt ein Mukhalif, ein Widersprecher, der noch Erfahrung hat mehr als dich in dieser Sache, mit der Akl, mit Verstand, mit Philosophie und so Sachen. Und dann, was wirst du tun? Und übermorgen kommt jemand, überwältigt ihn. Und übermorgen kommt jemand und so. Und wann hört diese Sache auf? Deswegen vom Anfang an. Und dies zeigt uns die Tariqa von Sheikh al-Islam Rahimullah. Und dies zeigt, dass er auf dem Weg der Salaf war. Auf dem Weg der Sahaba und der große A'imma. Und nicht auf dem Weg der Mu'tazila und Asha'ira, die deren Aql sie Vorrang geben als dem Koran und die Sunna. Und sogar sagen die Asha'ira, wenn sich widerspricht der Koran und Sunna mit dem Aql,
so wird dem Verstand Vorteil gegeben, yani Vorrang. So denken sie. Und so, das ist ihre Auffassung, ihre Überzeugung, meine Lieben. Jedoch die Ahlus Sunnah wal Jama'a, die wahren Folger vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie folgen das, womit der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und da halten sie an, wo sie angehalten haben. Und sie überschreiten nicht die Grenzen. Wie Umar ibn Abdulaziz sagte, Ma waqafu an jahlin. Sie haben nicht angehalten aus Unwissenheit. Sie hielten an mit Wissen. So überschreite nicht die Grenzen. Halte da ein, wo die Sahaba angehalten haben und die große Imma. Und deswegen Imam Ahmed Rahimullah sagte, sage nicht eine Aussage, wofür du kein Salaf hast dafür. Und dieser Satz sagt Imam Sunnah, Bruder, Imam Ahmed Rahimahullah, wie ist es für uns? Wie ist es? Wie ist es für uns? Und wie gesagt eben, dann brachte Sheikh al-Islam Rahimullah diese zwei Beispiele. Erste Beispiel ist, yani, für Dua, dass die Dua ist eine Ibadah. Und wenn Ibadah ist und er bestätigt sie, dann muss sie nur einzig und alleine mit Ikhlas für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet werden. Und dann auch Dhabh, yani das Opfern, wenn du ihm bewiesen hast, Fasalli Rabbika wanhar. Yani wieder bringst du den Beweis aus dem Koran. Nicht sagst du, ja, ich denke und ich meine und mein Verstand und meine Logik und man kann nachvollziehen und so weiter, irgendwelchen Sachen yani zusammenbasteln. Nein. Beweis aus Koran und Sunna. So bringst du ihm aus dem Koran Beweis, dass diese Nahar, diese Opferung von einem Tier eine Anbetung ist. Wenn er einsieht, und er muss zugeben, wenn er ehrlich ist, weil wir sagten, wir sprechen hier mit zwei Kategorien von Menschen. Eine, die unwissend sind und die Bereitschaft haben zu akzeptieren und eine andere Gruppe, die Hochmut haben und Sturheit. Mit denen hast du nichts zu tun. Jedoch derjenige, der bereit ist zu akzeptieren, er wird zugeben, dass diese Opferung von diesen Tieren ist einzig und alleine für Allah subhanahu wa ta'ala. Somit, wenn er dann aber für jemand anderen opfert als für Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat er somit Schirk begangen. Schirk begangen. Und viele, und ich habe schon mal erwähnt, dass diese Sache, al-Nahru, yani al-Dhabh, eine gewaltige Ibadah ist, meine Lieben. Das Opfern für Allah subhanahu wa ta'ala von einem Tier. Denn deswegen die Shayatin, wenn sie mit den Magier diese yani, Bündnisse eingehen für seine Magie. In den häufigen Fällen, wie einige Magier, die bereut haben und diese Sache erzählen, in der häufigen Fälle verlangen die Schatinen von ihnen Opfern, dass sie für sie opfern. Weil diese Sache ist eine gewaltige Ibadah. Und dadurch, wenn man jetzt für jemand anderen sie ausführt, begeht man Schirk al-Akbar. Großer Schirk. Und dies wirft aus jemanden aus dem Islam. Und ihm steht diese Androhung, dass er immer und ewig in der Hölle sein wird. Und der Schirk wird nicht vergeben, wenn man auf diesem Schirk gestorben ist. Deswegen sollte man aufpassen. Sollte man gewarnt sein von dieser Sache. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Und die ist, nachdem du ihn aufgeklärt hast, dass sein Satz, Ana la a'budu illallah, ist falsch und dass er yani, ihn vervollständigen muss, weil er tut einige Ibadat für einige Geschöpfe ausführen und dies schmeißen aus der Religion und dafür hast du ihm jetzt Beweise gebracht, aus dem Koran oder eventuell aus der Sunna. Nachdem diese Schubha beseitigt wurde mit den Argumenten, dann die Diskussion geht weiter. Er wird jetzt weitere Schubha bringen, weitere Scheinargumente bringen. Er wird zu dir sagen,
nachdem du ihm diese Shubuhat yani zerstört hast, und er kann keine Einwände machen, da kann er nicht mehr yani, sich vertiefen, weil du hast ihn mit Beweisen konfrontiert und du hast ihm gezeigt, wo seine Position ist, dass er unwissend ist über Grundlagen der Religion. Und deswegen ist er entsprechend seine Unwissenheit dann in diese Sache verfallen. Dann wird er seine Diskussion weiterführen. فَإِنْ قَالْ أَتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَرَّأُ مِنْهَا. Tust du etwa die Fürsprache des Gesandten صلى الله عليه وسلم verleugnen und du sagst dich los etwa von dieser Fürsprache? Er wird jetzt von der Seite der Fürsprache jetzt versuchen, dir eine Scheinargumente zu bringen, dass er weiterhin eventuell die Propheten für die Shafa'a oder die Shuhada oder die Malaika oder die Salihin erbieten kann. Und er fängt jetzt an, أَتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَرَّأَ مِنْهَا. Tust du dich lossagen von der Shafa? Tust du dich, tust du sie verleugnen? Jetzt, was meint er mit diesem Satz? Er meint hier, Barakallahu fikum, er will dich mit diesem Satz als Khariji oder Mu'tazili abstempeln. Mit diesem Satz, er will dich, diese Widersacher, diese Shubuhat-Bringer, er will dich in die Ecke des Khawarij stellen oder der Mu'tazila. Weil sie sind diejenigen, die die Shafa ablehnen. Die Khawarij, sie lehnen die Shafa des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ab. Mu'tazila lehnen die Shafa des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ab. Hier verstehen wir auch, dass die Khawarij, sie haben nicht nur diese Probleme mit den Herrschern und revoltieren und Blut vergießen. Nein, sie haben auch in diesen Sachen große Probleme. Und damit, wenn er jetzt kommt, schau mal seine versteckte Shubha. Er will dich damit dich als Khariji oder Mu'tazili abstempeln. Atunkir, tust du sie verleugnen, die Fürsprache des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam? Tust du dich davon lossagen? Faqul. Und hier, die Shafa'a des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Erstens, faqul, sag ihm, la unkiruha, wa la tabarrau minha, bal ana, Salafiyun, Sunniyun, Athariyun, Muwahid. Wie Sheikh Saleh sagt hier in diesem Abschnitt. Ich tue sie nicht verleugnen. Und ich sage mich nicht los von der Shafa'a des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Ich bin vielmehr ein Salafi. Und wieso dieses Ich bin Salafi? Damit verstehst du, dass er dich oben wollte als Kharij abstempeln. Also Sheikh Mohammed sagt nicht hier, ich bin Salafi. Das habe ich von Sheikh Saleh übernommen. Sheikh Mohammed sagt, la unkiruha wa la atabarra minha, bel huwa ash-shafi'u al-mushaffa'u wa arju shafa'atahu. Das ist yani die Aussage, Zitat von Sheikh al-Islam Mohammed ibn Abdullah rahimullah. Du sagst ihm, ich verleugne sie nicht, ich sage mich nicht los davon, vielmehr, er ist derjenige, der Fürsprache einlegen würde, der ihm die Fürsprache erlaubt wird, und ich erhoffe seine Fürsprache. Das ist Zitat von Sheikh al-Islam rahimahullah. In dieser, aber hier, wa la atabarrau minha, und ich sage mich nicht los, ich bin kein Khariji, ich bin kein Mu'tazili, ich bin Salafi, ich bin Sunni, ich bin Muwahid. Die Shafa'a, die Fürsprache des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, Ahlu Sunnah wal Jama'a, bestätigt sie. Und glaubt an der Shafa'a des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Wie Sheikh Saleh al-Sheikh Hafizahullah sagte, sogar wir bestätigen einige Kategorien der Shafa'a, die viele Gruppen sie sogar ablehnen. Die größte Shafa'a, Shafa'atul Uzma, yani die gewaltige, die große Shafa'a, weil die Shafa'a des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, unterteilt sich in einige Kategorien. Erste Kategorie ist diese gewaltige, größte Shafa, diese Maqamul Mahmud, diese lobenswerte Position des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Sie ist die Shafa'a am jüngsten Tage, wenn die Menschen von dieser Härte
und diese Heimsuchungen des jüngsten Tage eingesucht werden und sie werden zum Adam alayhi salatu wasalam gehen und er wird sie zum Nuh alayhi salatu wasalam schicken und er zum Ibrahim alayhi salatu wasalam und Ibrahim zum Musa alayhi salatu wasalam und Musa zum Isa alayhi salatu wasalam und Isa zum Muhammad alayhi salatu wasalam. Und der Gesandte will sagen, ich bin dafür, ich bin dafür. Das ist die Shafa'i, yani Uzma, dass der Gesandte sallallahu alayhi wasallam unter dem Thron sich begeben wird und in der Niederwerfung fallen wird und Allah Ta'ala mit Lobpreisungen lobpreisen, die Allah Ta'ala ihm dann belehren wird. Das ist die Abrechnung beginnt. Dass die Abrechnung beginnt. Weil die Menschen werden in gewaltige yani Erschwernisse sein. In diese Zustände des Yawmul Qiyamah. Das ist die Shafa'a Uzma, die große Shafa'a. Und dies zeigt sich, durch diese Shafa'a zeigt sich die Vorzüglichkeit unserer edler Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber den anderen Gesandten und Propheten. Gegenüber den anderen Propheten und Gesandten. Weil alle werden zu dem nächsten yani, hinweisen. Bis zum Schluss, yani, Isa alayhi salatu wasalam wird zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Leute schicken. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wird sagen, ich bin dafür. Dies ist yani, die eine Art des Shafa'a, wo wir sie bestätigen für unsere Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Kategorie auch, die Fürsprache für die Sündiger, für diejenigen, die sündigen, damit ihnen vergeben wird und dass sie nicht ins Feuer gehen, sondern direkt ins Paradies. Das ist auch eine Art des Shafa'a vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Für die Leute, die von seiner Umma sind Muslime, wohlverstanden, Muwahidun. Wir kommen dann später. Die Muwahidun sind, jedoch haben sie gesündigt. Damit es ihnen vergeben wird und dann ins Paradies eingehen. Die dritte Kategorie des Shafa ist Fürsprache für jene Menschen, die ins Feuer reingeschmissen wurden, damit sie, weil sie es verdient haben, denn Allah Ta'ala tut keinem Ungerechtigkeit, damit sie rauskommen. Die Leute von der Umma des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Muwahidin, die ins Feuer reingeschmissen wurden, aufgrund ihrer Handlungen und Taten, und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam macht Shafa'a, Fürsprache für sie bei Allah, damit sie rauskommen. Das ist yani, die dritte Art, die dritte Kategorie vom Shafa'a. Die vierte ist, für eine Sorte von Menschen, die ihre guten Taten und schlechte Taten gleich sind. Yani gleichwiegend auf der Waage. Habt ihr verstanden? Nein, gleichwiegend. Weder die guten Taten wiegen mehr, noch die schlechten. Sie sind gleich. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, macht Shafa'a hier für diese Sorte von Menschen, damit ihnen Allah sich erbarmt und sie ins Paradies einlässt. Und das ist auch eine weitere Shafa'a ist, diese spezielle Shafa'a, für seinen Onkel, Abu Talib, damit ihm die Strafe yani, erleichtert wird. Damit ihm die Strafe erleichtert wird. Somit, du sagst ihm, yani, La unkiruha, wa la tabarrau minha. Ich tue mich nicht lossagen und ich verleugne nicht die Shafa'a des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Vielmehr, die Ahlus Sunnah wal Jama'a bestätigen die Shafa'a auf diese Art, was wir jetzt die ganzen Kategorien aufgezählt haben. Wir bestätigen sie so. Wir haben darüber keinen Zweifel. Und wir glauben, dass der Gesandte des Al-Shafi'u al-Mushafa'u. Al-Shafi'u, was Allah Ta'ala ihm, dem Gesandten des Al-Assam, an Fürsprachen gegeben hat. Denn Al-Shafi'u, der Fürsprecher, damit bedeutet ja Al-Shafi'u, was Allah ihm an Fürsprachen gegeben hat, diese Arten, die wir sagen, yani, das ist Al-Shafi', der Fürsprecher, der er für diese Sachen an yani, ihm gegeben wurden von Allah Ta'ala.
Al-Mushaffa'u für jenen, yani was bedeutet Mushaffa'u? Yani für jene Menschen, die ihm erlaubt wird, Shafa'a zu machen. Das ist Al-Mushaffa'u. Shafi' yani ihm diese Arten des Shafa'a, die ihm gegeben wurden von Allah. Al-Mushaffa'u für jene Leute, die ihm erlaubt wurde, dass er die Shafa'a yani ausführen darf. Wa arju Shafa'atahu. Und ich erhoffe seine Fürsprache. Sogar die Ahl-Sunnah wal-Jama'a tun noch zusätzliche Asbab, damit sie die Schafa des Gesandten sallallahu alaihi wasallam erlangen. Legitimierte Asbab, nicht erneuerte Asbab. Wie zum Beispiel, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer in Medina stirbt, werde ich für ihn Schafa'a machen. Das ist eine Vorzüglichkeit von Medina. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, wurde es ihm gesagt, er soll sich eine Behandlung unterziehen außerhalb Medinas? Er sagte, nein, ich will nicht außerhalb Medina sterben. Ich will diese Vorzüglichkeit erlangen. Und auch der Imam al-Mujahid, al-Allama al-Muhaddith, al-Jahbith, Rabi ibn Hal al-Madkhali, hafizahullah, Ghalabatu al-Dhann, dass dieser Imam nach Medina gekommen ist, auch von dieser Vorzüglichkeit inbegriffen zu sein. Und auch, um Ibadah zu machen in Masjid Nabawi, weil in Mekka ist viel schwieriger, in Haram zu beten, in Masjid Nabawi viel einfacher. Weil einige der Ikhwanis und diese ganze Ehre gegangenen Menschen, sie sagen, er wurde damals aus Medina vertrieben. Ja, Niveau vertrieben, da wo es besser ist, nach Mekka. Mekka ist besser eigentlich als Medina. Und sie sagen über Sheikh Rabia, dass der König ihn vertrieben hat aus Medina vor 25 Jahren damals. Wo nach Mekka? Wo es besser ist, Mekka als Medina. Und jetzt kam er wieder zurück, vor etwa 5 Jahren, Alhamdulillah. Weil er weiß diese Vorzüglichkeit. Und wer in Medina stirbt, der Gesandte Salasa macht Shafa'a für den Yawm al-Qiyamah. Das heißt eben, ich sage sogar die Ahl Sunnah wal-Jama'a, sind erstrebt, auch diese zusätzliche yani Esbab zu treffen, um die Schafa'a des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu erlangen. Und Arju, yani Arju Raja, ich erhoffe die Fürsprache des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Yani diese Raja, was haben wir gelernt in Usulul Thalatha? Diese Hoffnung. Ist einfach ohne Taten? Nein. Hoffnung, die Taten folgen. Man kana yarju liqa rabbihi. Was? Zu Hause sitzen? Falyamal amalan saliha. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wer an dem Treffen mit seinem Herrn erhofft, dann was soll er machen? Zu Hause sitzen und sagen, ich habe ein gutes Herz. Das kommt dieser Scheir an Mu'tazila. Wieso sagen sie bei uns, ich habe ein gutes Herz? Sie sehen gar nicht diese Sache als Ibadat. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Er soll gute, rechtschaffene Taten, Werke vollbringen. Und er soll keine Schirk, keine Beigesellung gegenüber seinem Herrn machen. Denn diese Schirk zerstört die Taten, vernichtet die Taten. Selbst wenn dieser Schirk von den Propheten kommen sollte. Der Schirk zerstört die Taten. Er erhofft, beziehungsweise wie du sagst, diesem Mann, der dir zu dir will sagen, und ich will in der Ecke der Mu'tazila und Khawarij stellen, sagst du, nein, vielmehr ich erhoffe. Und wie erhoffe ich? Indem ich die Gründen unternehme, die Asbab, yani. Und von den Esbab ist, dass sich der Tauhid vollständig und komplett verwirkliche. Weil Allah Ta'ala ist nicht zufrieden, außer mit dem Tauhid. Es kommt. La yarda illa Tauhid. Yani, du tust die nötigen, die Gründen, die Esbab, die dich dazu machen, dass du
in dieser Schafa'a yani inbegriffen bist. Und nicht, dass du es tust, die davon du abgeschnitten wirst. Und ihr versteht, es bab, die dich davon abschneiden, dich entfernen von der Schafa'a. Und es bab, die dich, die Schafa'a ermöglichen. Jedoch, du sagst, ich erhoffe die Schafa'a von Allah subhanahu von ich erhoffe die Schafa'a des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Lakin, jedoch, es Schafa'atu kulluha lillahi ta'ala. Jedoch, die Schafa'a, die Fürsprache, ist Milk, ist Allahs Besitz. Kama qala ta'ala, kull lillahi Schafa'atu jami'a. Sprich Muhammad. Die ganze Fürsprache steht einzig und allein Allah Ta'ala zu. Und er ist der Besitzer von dieser Schafa'a. Dies, yani, Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, sagt, Kaunuhu, yani, dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Schafa'a gegeben wurde, von Allah Ta'ala, dies sagt uns, dies besagt nicht, dass wir die Schafa'a vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ersuchen. Ihm wurde gegeben. Von wem? Von Allah. Wer ist der Besitzer? Allah. So verlangen wir die Schafa'a von Allah subhanahu wa ta'ala. Von demjenigen, der sie besitzt. Und nicht von demjenigen, die ihm gegeben wurde. Und gleich Argumente hast du, siehst du, Sheikh al-Islam rahimahullah sagt sofort Argumente. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Sofort bringst du ihm Argumente, dass yani, die Schafa'a Besitz Allahs ist und nicht von denen, die ihnen gegeben wurde. Denn im Grunde genommen, sie besitzen nicht die Schafa'a, weder die Propheten, noch die Malaika, noch die Salihin. Der Besitzer der Schafa'a ist Allah Ta'ala. Und wir ersuchen sie von Allah Ta'ala. Dann, nachdem du ihm diese Sache klar gemacht hast, dann sagst du ihm, dass die Schafa'a, dass sie überhaupt jemandem gewährleistet wird, وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ. Die Schafa'a kommt nicht zustande, wird sich nicht realisieren, außer nach der Erlaubnis Allahs. Nach dem Erlaubnis Allahs. Kema qala ta'ala, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Wer kann es bei ihm Fürsprache einlegen, außer nach seinem Erlaubnis. Außer nachdem ihm yani Allahs Erlaubnis erteilt wird. Min ba'di idhnillah. Hier, ganz wichtig jetzt. Idhnullahi naw'an. Das Erlaubnis Allahs ist zwei Arten. Idhnullahi al-qadar al-kawni. Das Erlaubnis Allahs, universelle Erlaubnis. وَإِذْنُ اللَّهِ الشَّرْعِي. Und die gesetzliche Erlaubnis. Und hier geht Sheikh al-Islam richtig in die Materie, Bruder. Und deswegen habe ich gesagt, man muss diese Sache paarmals wiederholen. Und schau mal, einen Satz, Sheikh, min ba'di idhni Allah, ja, du idhni Allah, ja, diejenigen, die, wenn du morgen liest, deswegen, Bruder, wenn du diese Grundlagen hast, diese Regeln hast, verstanden, dann ist es viel einfacher, wenn du diese Bücher tust lesen, dass du sie auch richtig begreifst und richtig verstehst. Und wenn du siehst, ein Idhnullah, die Erlaubnis Allahs, was bedeutet diese Erlaubnis? Aha, es gibt Idhnullah al-Qadari, Qawni, Idhnullah al-Shar'i, universelle Erlaubnis, gesetzliche Erlaubnis. Dies hat zu tun mit der Schafa'a. Dann sagt Sheikh Salih al-Sheikh Hafidahullah,
وحصول الشفاعة لا تكون إلا بعد أن يأذن الله بنوعين. Und das Erlangen der Schafa'a wird nicht zustande kommen, außer nachdem Allah Ta'ala die zwei Arten des Iden, yani, erlaubt hat. Erstens, yani, al-Idnu Shar'i, die gesetzliche Erlaubnis. Da, und das bedeutet, dass diese Erlaubnis nur für denjenigen gültig ist, beziehungsweise verbindlich ist, der entsprechend der Scharia für ihn erlaubt ist, die Fürsprache einzulegen. Und jetzt ist erlaubt, entsprechend der Scharia, dass du für einen Muschrik Schafa'a machst? Weil hier kommt ja diese gesetzliche Erlaubnis, dass dir überhaupt diese gesetzliche Erlaubnis erlaubt wird, muss er diese Sache erfüllen, dass entsprechend der Scharia für ihn erlaubt ist, Fürsprache einzulegen. Jetzt die Frage, ist erlaubt für jemanden, der in Schirk verfallen ist und mit dem gestorben ist, für ihn Fürsprache einzulegen? Nein. Gesetzlich gesehen? Nein. Keinen Fall. Und Allah Ta'ala hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Gläubigen verboten, für die Mushrikun um Vergebung zu bitten. Auch selbst wenn sie ihre Nächsten sind, yani Ulil Qurba, ihre Nächsten, ihre Verwandten, ihre Familie. Deswegen, dies zeigt uns, dass die Voraussetzung ist, die Voraussetzung, dass diese Ibn al-Shar'i gegeben wird, dass er nicht ein Mushrik ist. Beziehungsweise er ist dann ein Muwahhid. Und somit, wenn jemand jetzt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam die Schafa'a ersucht und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in seinem Grab ist, mit dieser Tat er vernichtet seinen Anspruch auf der Schafa'a. Und schaut der Shaitan, wie weit hat diese Menschen geführt und ihre Köpfe verdreht, dass sie in solchen Sachen reinfallen, dass am Schluss das, was sie am meisten erhoffen, davon sie abgeschnitten sind. Und er hat ihnen diese Sache richtig verschönert. Und diese Sachen kennen sie, haben sie niemals gehört von dieser Sache, Idhnu Shar'i, Idhnu Qadari und so weiter, Qawni. In ihre Wortschatz findest du nicht, meine Lieber. Wieso? Sie sind nicht interessiert, weil sonst wird sich herausstellen, dass sie falsch sind. Dass sie falsch sind, worauf sie sich befinden. Und wer macht Schafa'a? Wer macht Schafa'a? Wie es im Hadith gekommen ist? Die Propheten, die Malaika, die Salihin, die Shuhada. Diese Leute der Iman, sie dürfen keine Schafa'a, yani, keine Schafa'a, yani, habe ich irgendwo, einlegen, genau. Sie dürfen keine Schafa'a, keine Fürsprache einlegen, außer nach der gesetzlichen Erlaubnis Allahs. Al-Idhnu al-Shar'i. Es steht nicht ihnen frei. Sie dürfen nicht frei von sich selber entscheiden, dass sie sowas tun. Erst dann dürfen sie diese Sache ausführen, wenn es ihnen von Allah erlaubt wird. Und keineswege wird ihnen erlaubt, für jemanden Fürsprache einzulegen, der Muschrik war. Das geht nicht, weil schon sein Schirk annulliert. Sein Anspruch auf die Schafa'a. Der Sheikh Hafizahullah sagt auch, Sheikh Salih, dann kommen wir zum Idhnullahil Kauni, das universelle Allahs Erlaubnis.
Erste war gesetzliche Erlaubnis. Zweite jetzt ist universelle Erlaubnisse. Diese universelle Erlaubnis, was ist zu bedeuten? Der Fürsprecher, am jüngsten Tage wird nicht können vom Anfang an bei Allah Fürsprache einlegen. So wie dies der Fall in der Dunya ist. Yani der Fall in der Dunya ist, dass von der universellen Erlaubnis mag sein, dass jemand die Fürsprache einlegt und Allah ihm dies erlaubt. Jedoch, wenn dann nicht die gesetzliche Allahs Erlaubnis entspricht, wird diese Schefa'a, die in der Dunya gemacht wurde, abgelehnt. Oder abgelehnt aus Allahs Weisheit. Wenn du jemanden sagst in der Dunya, Ud'uli, mach Dua für mich. Das ist Schefa'a. Das ist Schefa'a. Du sagst, yani, mach Schefa'a für mich bei Allah. Ud'uli, yani, mach Dua für mich. Er mag sein, macht für dich Dua oder macht er nicht. Auch wenn er macht, wenn diese yani Fürsprache bzw. Dua nicht der gesetzlichen Allahs Erlaubnis entspricht oder Allahs Weisheit, wird sie abgelehnt. Wie Nuh alayhi salatu wassalam. Er machte doch Schefa'a, beziehungsweise Dua für seinen Sohn. Allah lehnt ihn ab. Er ist nicht von deiner Familie. Er machte sie anfänglich. Jedoch Allah, weil es gesetzlich gesehen, er war ein Kafir, war nicht legitim, dass er dies macht. Und Allah und die Fürsprache von Ibrahim a.s. für seinen Vater, Azar, auch wurde ihm abgelehnt. All dies lernen wir was? Dass in der Dunya mag sein, dass dies geschieht, jedoch dann Allah sie entweder akzeptiert, weil der gesetzliche Erlaubnis entspricht, oder Allah sie ablehnt. Oder Allah sie ablehnt. Jedoch, diese Sache ist in der Dunya zwischen den Menschen, die bedürftig sind, die schwach sind, die unwissend sind. Jedoch die Sache am Yawmul Qiyamah ist, der Mensch hat zu tun mit seinem Schöpfer, Allah Ta'ala, der unbedürftig ist, der reich ist, der allwissend ist, der Kenner des Verborgenen ist und des Inneren. Und er kennt die Angelegenheiten seines Dieners. Ibn Qawni, das universelle Erlaubnis Allahs in der Dunya, was haben wir gesagt? Es kann geschehen, dass man sie macht, jedoch wird dann abgelehnt. Am jüngsten Tag nach dem Tod geht nicht mehr so. Muss auch der Ibn Kauni von Allah Ta'ala kommen. Und sonst kann der Fürsprecher keine Fürsprache einlegen. Yani, er kann nicht von sich alleine gehen und Fürsprache am Yawmul Qiyamah bei Allah einlegen. Sondern Allah weiß es, dass er Fürsprache einlegen wird und sagt ihm, mach jetzt die Fürsprache. Und die Beweise sind da. Ahlus Sunnah wal Jama'a hat immer die Beweise. Diese Shafa'a Uzma, was wir jetzt gerade gesprochen haben vor kurzem, diese große Shafa'a, das die Menschen zum Gesandten Salawasan am Schluss gehen werden und ihn bitten, dass er bei Allah Schefa'a macht für das Anfangen mit der Abrechnung. Was verlangen diese Menschen vom Gesandten Allahs? Die Schefa'a, oder? Die Schefa'a. Als der Gesandte Allahs unter dem Thron Allahs gehen wird und sich in Niederwerfung begeben wird, verlangt er ihr sofort die Schefa? Nein, weil er weiß, er darf nicht anfangen mit der Schefa. Er muss der Ibn Kauni kommen, die universelle Erlaubnis Allahs.
Und sonst kann er nicht. Was macht der Gesandte sallallahu alaihi wasallam? Er macht Dua, lobpreist Allah. Er tut Allah loben. Jedoch macht keine Schafa'a. Obwohl er kam für die Schafa'a. Wieso? Weil er wartet auf der Idhnullah al-Kauni. Und dann wird ihm gesagt, ja Muhammad, irfa' ra'sak, ishfa' tu shafa'. So macht die Fürsprache. Wird sie erhört. Wann darf der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Schafa'a jetzt anfangen? Nachdem Allah Ta'ala ihm die Erlaubnis gibt. Idhnullah al-Kauni und sonst. Er lobpreist nur Allah. Und er hofft dabei, dass es ihm dann die Erlaubnis kommt von Allah Ta'ala. Und wenn dies fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ist, wenn dies ist im Zusammenhang mit dem Gesandten Allahs, wie ist es dann mit Shuhada, wie ist es dann mit Salihin und wie ist es und wie ist es? Habt ihr verstanden diese Sache? Es ist ganz wichtig. Idhnullah al-Kawni wa Idhnullah al-Shar'i. Und der Idhnullah al-Kawni, er geschieht erst dann, wenn dieser Idhnullah al-Shar'i erfüllt ist. Sonst dürfen sie nicht machen für Mushrikun und für Kuffar. Sondern Shafa'a für die Muwahidin, für denen, die Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Somit dieser Aya, yani, man ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, إلا بإذنه, außer mit seiner Erlaubnis, yani seine Erlaubnis, seine gesetzliche Erlaubnis und seine universelle Erlaubnis. Dann sagt Sheikh al-Islam rahimahullah, ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Und die Schafa'a wird nicht gemacht außer nach Allahs Erlaubnis für diese Person, für diese, yani, jetzt kommt wieder diese Erlaubnis. Bi'i'tibarin achar, sagt Sheikh Salih al-Sheikh. Wieder Idhn, wieder Erlaubnis, aber aus einer anderen Perspektive betrachtet. La yashfa'una, yani, sie dürfen, sie machen keine Fürsprache, und das sind die Malaika hier gemeint. Ja, la yashfa'un illa liman irtada, yani, sie dürfen keine Fürsprache einlegen, außer für den, womit Allah Ta'ala mit ihm zufrieden ist, yani mit seinen Aussagen und seinen Taten zufrieden ist. Und dann sagt Sheikh Salih, hafizahullah, وَهَذَا إِذْنٌ آخَرٌ بِاعْتِبَارٍ آخَرٌ. Yani, in dieser Zusammenhang hier mit dieser Idhn, yani oben hatten wir diese Idhn, Al-Kawni wa Shar'i. Hier diese Erlaubnis ist verbunden Idhnul Shafi' an Yashfa, Erlaubnis für den Fürsprecher, dass er überhaupt Fürsprache einlegen darf. Denn Fürsprecher kann nicht anfänglich von sich allein die Fürsprache machen. Nein, es muss ihm erlaubt werden. Die Erlaubnis kommt von seinem Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala. Erstens eine Idhnul Shafi', eine Erlaubnis für den Fürsprecher. Wa Idhnu, zweitens, Idhnul Mashfu'i fihi an Yashfa' lahu. Erlaubnis für den, wofür die Fürsprache eingelegt wird. Dass es die Fürsprache für ihn eingelegt wird. Und erstens der Fürsprecher und zweitens für den, wo diese Fürsprache eingelegt wird. Und sonst geschieht nicht die Fürsprache. Und Allah, das ist Voraussetzung, was Allah mit ihnen sowohl mit dem Shafi' al-Mushaffa', dass Allah Ta'ala mit ihnen, Mashfu', dass Allah mit ihnen was? Zufrieden ist. Und zufrieden ist Allah mit Tawhid, mit dem Islam, mit der Iman und nicht mit dem Kufr und Schirk.
Somit, illa liman irtada, außer mit dem, wo Allah mit ihm zufrieden ist, hier zeigt sich, yani, die Voraussetzungen, die Bedingungen für die Schafa'a. Und die sind Al-Idhnu wa-Rida. Die Voraussetzungen sind die Erlaubnis Allahs und die Erlaubnis sowohl Kauni au Shara'i, sowohl und auch Rida, yani die Zufriedenheit Allahs. Und die Zufriedenheit Allahs ist auch zwei Sorten hier. Die Zufriedenheit sowohl für den Fürsprecher als auch die Zufriedenheit für den, wofür die Fürsprache eingelegt wird. Und dann sagt Sheikh al-Islam rahimahullah, wa huwa la yarda illa tawhid. Und Allah Ta'ala ist nicht zufrieden außer mit dem Tawhid. Kama qala Ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min. Und wer eine andere Religion sich wünscht außer dem Islam, so wird sie von ihm nicht akzeptiert. Yani, sie wird von ihm abgelehnt. Und noch eine wichtige Sache, um ein bisschen zurückzuführen, was sehr wichtig ist. Die Schafa'a, zeitlich betrachtet, ergeben sich zwei Situationen, beziehungsweise zwei Fälle. Der erste Fall ist im Dunya. Und das, was wir sagten in der Dunya, dass dies kann geschehen, diese Idhnul Kauni, jedoch aus dem Grund, dass nicht diese Sache entspricht der Idhnul Shara'i, abgelehnt wird oder nicht Allahs Weisheit entspricht, diese Shafa'a abgelehnt wird, wie Nuh a.s. für seinen Sohn und Ibrahim a.s. für seinen Vater. Was angeht in der Dunya und was nach dem Tod ist. Yani die Shafa'a zeitlich betrachtet unterteilt sich während der Dunya und nach dem Tod. Dass man diese Sache auch kennt. Und dass man weiß zu unterscheiden. Wenn jemand zu dir kommt und spricht von dieser Sache in der Dunya, dann weißt du, dass dies kann sein von der Idhnul Kauni her, dass es zustande kommt. Jedoch aufgrund der gesetzlichen Erlaubnis nicht entsprochen hat, wird sie abgelehnt. Oder wenn sie es spricht, wird akzeptiert. Jedoch nach dem Tod müssen beide kommen. Sowohl Idhnul Shara'i als Idhnul Kauni. Und bei Idhnul Kauni haben wir die Fürsprache des Gesandten sallallahu alaihi wasallam am jüngsten Tage. Diese Shafa'a Uzma, er wird nicht anfänglich von sich alleine direkt anfangen mit der Shafa'a, sondern er geht bei Allah subhanahu wa ta'ala und wirft sich nieder und er hofft dabei, dass ihm Erlaubnis erteilt wird für die Fürsprache. Und dann sagst du ihm am Schluss, wie Sheikh al-Islam rahimahullah sagte, فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ. So, wenn dir nach dieser Sache, nach diesen Beweisen klar geworden ist, deutlich geworden ist, dass die Fürsprache, die ganze Fürsprache Allahs ist, denn sie gehört Allah Ta'ala, وَلَا تَكُونُ. Denn erstens, das ist der erste wichtige Punkt, was du jetzt mit ihm besprichst. Das ist, wie Sheikh Saleh sagt, Istintaj. Denn das ist das Endergebnis von dem, was du jetzt ihm vorgeführt hast. Erstens, die erste Natija, das erste Ergebnis ist von dem Ganzen, dass die Shafa'a kulluha lillah. Die ganze Shafa'a ist für einzig und alleine. Sie ist Milk von Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la takunu illa min ba'di izni. Und sie wird nicht sich realisieren, nicht zustande kommen, außer nach dem Erlaubnis Allahs. Dritte Ergebnis. وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا غَيْرُهُ فِي أَحَدٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ. Und der Gesandte صلى الله عليه وسلم oder jemand anderen als der Gesandte صلى الله عليه وسلم, sie dürfen keine Fürsprache einlegen, bis es ihnen
erlaubt wird. Von wem erlaubt wird? Vom Besitzer der Schafa'a. Wer ist Besitzer vom Schafa'a? Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der dritte, yani, Ergebnis von dem, was du ihm vorgeführt hast. وَلَا يَأْذَنُ اللَّهِ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ. Und Allah erteilt ihnen kein Erlaubnis, weder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, noch den Salihin, noch den Malaika, außer für die Leute des Tawhid. Und Tawhid wohlverstanden, nicht nur Rububiyya, wie Asha'ira und so meinen. Tawhid, Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat. Alle diese Arten des Tawhid verwirklicht hat. Somit zum Schluss. تبين لك أن الشفاعة كلها لله. Somit zum Schluss wurde dir ganz klar und deutlich, dass die Schafa'a gehört einzig und allein Allah Ta'ala. Somit, wenn sie Allah gehört und niemanden anderen, فَأَطْلُبُهَا مِنْهُ, so ersuche, erbitte ich sie von Allah. Nachdem yani, du ihm seine Scheinargumente zerstört hast, und yani, Sheikh al-Islam, das lehrt uns bei, nachdem du ihm die Argumente zerstört hast, diese Scheinargumente, die er sie gebracht hat, und ihm gezeigt hast, dass das, was er yani, sich basiert hat, falsch und nichtig war, so bringt er dir diese Bereinigung und Erziehung mit dem Richtigen. Nachdem du jetzt bereinigt hast von seiner falschen Auffassung und Überzeugungen und seinen falschen Scheinargumente, wie tut man die Schafa'a ersuchen? فَأَقُولُ, so sagst du, wie ersuchst du die Schafa'a? Allahumma la tahrimni shafa'atahu, Allahumma shafi'u fiyya wa amthali hadha. Wa Allah, tahrimni yani, tu es mir nicht vorenthalten, tu es mir nicht yani untersagen, verbieten, seiner Schafa'a, yani die Schafa'a vom Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Yani du bittest Allah, Allahumma, o Allah, yani untersage es mir nicht, entferne mich nicht, schneide mich nicht ab von seiner Schafa'a. Von wessen Schafa'a yani? Vom Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Oder Allahumma shafi'hu fiyya. O Allah, mach ihn Fürsprecher für mich. Yani du bittest Allah, du bittest Allah, nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht dieser Salih, nicht dieser Melek, Jibril, Mikael und so weiter, nein. Du bittest Allah Ta'ala, dass er sie, beziehungsweise den Propheten sallallahu alaihi wasallam, für dich als Fürsprecher macht. So, auf diese Art und Weise. Und ähnliche yani Sätze, die yani der Sätze des Tawhid, die nicht im Widerspruch des Tawhid sind. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.